Das ist erstmal eine Futtermischung für heute. So bräunlich-graues Futter. Das mache ich jetzt nass, mische das gut an und dann geht's da ins Wasser damit. So, als kleines Extra kommt jetzt noch ein bisschen Maisflüssigkeit mit rein. Mal gucken, ob das die Fische an Platz bringt. Lenny hat da hinten auch schon seinen Bolli aufgebaut. Und ich fange jetzt an, meine Routen zurechtzumachen. Solange lasse ich das Futter noch ein bisschen ziehen. Und dann können wir auch schon anfangen, den Futterplatz anzulegen. So, erster Köder für heute sind zwei Rotwürmer, die ich auf einen 12er Brassenhaken gezogen habe. Und ja, wollen wir mal gucken, was das so an Fisch bringt. Ja, moin Lenny. Moin. Erster Fisch, würde ich sagen, wa? Echt hat aber nicht mal wirklich gebissen. Die sind ziemlich inaktiv. Auf welchen Köder hat er gebissen? Zweimal. Jo. Die letzten paar Tage haben die Fische sowieso richtig kacke gebissen. Die haben letzte Woche noch viel besser gebissen. Aber ein paar Bisse habe ich ja jetzt schon. Ja, hier ist, mach auch woanders. Du hast gestern ja aber auch hier gut gefangen. Gestern nicht, vorgestern meine ich ja. Aber es ist trotzdem eine schöne Größe, auch wieder auf zwei Maden. Ja. Jo, Petri. Ich habe auch mein erstes Mini-Rotauge. Ja, aber voll leicht. Mein erster Fang des Tages. Auch zwei Maden gebissen, ganz kleines Rotauge, aber guckt euch mal den Bauch an. Also die sind hier voller Laich. Jo, nicht schlecht. Wir haben jetzt insgesamt schon drei Fische gefangen. So kann es weitergehen. Oh ja, zweite Fischart, Güster. Kleine Güster, auch gebissen auf Made. Also Made läuft gerade sehr gut, muss ich sagen. Top. Und das nächste Rotauge. Du hast jetzt auch schon ein paar Rotaugen, wa? Ja. Aber wie gesagt, ist schwieriges Angeln. Aber so einen Dreh habe ich auch. Aber ganz ehrlich, das beißt gut. Also besser als die letzten Tage, wo ich am Angeln war. Da lief gar nichts. Top. Ja, jetzt hat gerade der erste bessere Fisch gebissen. Und zwar diesmal auf Wurm. Und ein richtig schönes Rotauge. So, wie erwartet, ändert sich das Wetter gerade ein bisschen. Es wird ein bisschen kälter und leichter Nieselregen setzt ein. Das hatten sie aber auch für den ganzen Tag vorausgesagt.
aber wir machen das Beste draus. Wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden am Angeln. Haben jeder schon so um die 5 Fische gefangen. Und ja, du kannst auch gerne weitergehen. André kommt gleich auch noch dazu und wird hier kräftig mitmischen. Und dann sollten wir wohl noch ein paar mehr Fische zu Gesicht bekommen. Wir hoffen natürlich, dass sich die Größe noch ein bisschen ändert, dass vielleicht mal ein Brassen kommt oder ein anderer größerer Friedfisch. Das wäre natürlich genial. Aber solange halten wir noch im Aus. Kleister? Ach du Scheiße, sein Futter, die Konsistenz. Oh, das ist der Alter. Tigernuss, du. Alter. Ohne Witz, das hat eine gewaltig hohe Viskosität. Aber da hast du da dann auch Tigernuss noch mit drin oder ist das nur der Sud? Der Sud, den ich in den Topf gehauen habe und. Ein bisschen was von davon ab. So, und jetzt brauche ich. Hau mal ein bisschen Sud mit rein. Ja, mache ich auch. So einen richtigen Kleister im Futter. Nicht von da. Ja, den meinte ich. Alter, das gibt's doch nicht. Ach, da hängt doch was dran. Der hat reingesemmelt wie ein Blöder. Und beim Ziehen, der, als ob da gar nichts dran hängt. Nächster Fisch, wie soll es auch anders sein? Schönes Rotauge, gut 20 cm. Ja, top. 1A Verpflegung. Richtig gute, leckere Bratwurst. Und selbstgemachten Kartoffelsalat von Lenny. Geil. So lässt sich das doch aushalten im Wasser. Top. Ja, während das Wetter immer ein bisschen schmuddeliger wird, habe ich jetzt eben wieder einen Biss gehabt. Und ja, die dritte Fischart des Tages. Und zwar ein süßer, kleiner Flussbarsch, gebissen auf 2 Rotwürmer und ja, so langsam läuft's. Die Fische mehren sich. Ja, nachdem das Wetter jetzt so umgeschlagen ist, bleiben die Bisse fast komplett aus. Aber immerhin, ab und zu lässt sich nochmal ein Fisch blicken, hier wieder ein schönes Rotauge. Aber ansonsten, das ist so hardcore gerade. Also André und Lenny, die kriegen auch kaum Bisse. Sehr schwierig momentan. Ja, wie ihr sehen könnt, wir bauen jetzt langsam ab. Leider hat sich seit dem Mittag nicht wirklich viel getan. Wir haben es mittlerweile 17 Uhr. Bisschen ärgerlich. Also wir haben bis zum Mittag, ich glaube, jeder 5, 6, 7 Fische gefangen. Und ab Mittag quasi, ja, bis jetzt, ich glaube, insgesamt nicht mal 8 Fische. Also ganz, ganz schwierig heute. Naja, wir versuchen mal beim nächsten Mal ein bisschen mehr Fische rauszuziehen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ist das, was ist denn das, ein Hecht oder was? Ja, dickes Petri, Lennart. Da geht er wieder, schonend zurück. So.